Grüße und schön, dass wir eingeschaltet haben zur weiteren Folge Valiant Heart, The Great War mit mir, den Fuchsel. So, ich muss das Ganze jetzt gerade nochmal neu machen, weil ich hier die Folge da drüben angefangen habe, habe die ganze Zeit rumgesucht und habe den Ausgang nicht gefunden. Und ja, da bin ich einmal in ein tödliches Gas gerannt und dann durfte ich das Ganze hier nochmal machen. Weil ich habe erst gedacht, ich muss hier aus dem Fenster steigen, da war jetzt hier die Tür. Die habe ich nicht gesehen. So, dann machen wir jetzt einfach mal weiter, ganz normal, ganz easy. Warte, nur schnell instruieren. Oh. Na ja, gut, das ist Gas, wo wir hinterhin. Hier brauche ich einen Hebel. So's. Gibt's hier irgendwas zu tun? Das ist wahrscheinlich nur der Weg raus. Komm ich da irgendwie hoch? Was haben wir hier? Nichts. Erstaunlich leer. Erstaunlich voll. Nachttopf. Das Bild kann ich nicht mitnehmen. 2,6. Römisch 2,6. Weiß nicht, ob das wichtig wäre. Ich merke es mir einfach mal. Okay, dann schieben wir die mal weiter. Und jetzt lassen wir sie zurück. Warte mal, das ist doch nicht richtig, oder? Aber ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Okay, da ist eine römisch 1,4. Ein Gegenstand drin. Wir brauchen Schlüssel. Kann ich hier rein? Mit dem hinteren Bereich da? Nee, ich drücke wie ein Irrer, aber passiert nichts. Aber hier oben war ich ja schon. Hier war ja nichts. Runter da. Ein Schlüssel, natürlich. Den habe ich natürlich nicht gesehen. Was waren verschlossen? Dieses Gitter da in der. In den Hütchen da. Wo ist das Bild jetzt eigentlich gelandet? Ach da. Römisch 2,6. Römisch 1,4. Sieht irgendwie aus wie eine Art Zieloptik. Römisch 3,8. Römisch 1,4. Römisch 2,6. Und Römisch 3 war. Was war's? 8. Einmal so rum. War es so richtig? Oder fehlt da noch eine Nummer? Nee. Warte mal ganz kurz. Also 4. 6. 8. Was auch immer wir dabei kommen, um die zu retten. 6. 8. Sehr schön. Erledigt. Also das ist gerade. Okay, da ist die Gasmaschine und der Zeppelin. Dann gibt es hier noch irgendwie so ein Panzerboot. Eine chemische Zusammensetzung?
Ein Hebel? Wofür war denn der Hebel nochmal? Hatten wir irgendwo einen Hebel? Ja, bei dem Brunnen, stimmt. Dann gehen wir hoch zu dem Brunnen. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Lauf? Oh oh. Ich laufe! Ich kann nur nichts tun gerade. Außer... Beeilung! Und so, schnell, schnell, schnell! Schnell, schnell! So, Apps. Oh, ob die noch was wird? Puh. Guter Wurf. Ging noch alles gut. So. Prost. Jetzt einmal hier kurz an den Tuch atmen. Zack, zack, zack. Das macht jetzt eine Herz-Lungen-Massage. Ja, gerade was getrunken. Von der Gouvernante erfuhr sie, dass ihr Vater, ein angesehener Wissenschaftler, von Baron von Dorf verschleppt worden war, um seine Forschung in den Dienst des Krieges zu stellen. Anna machte sich auf die Suche nach dem Baron und traf dabei auf Emil und Freddy. Das Schicksal hatte sie zusammengebracht. Gemeinsam waren sie durchs Feuer gegangen, hatten Luftangriffe, Gas- und Granatbeschuss überlebt. Jetzt, da ihr Vater zum Greifen nahe war, würde Anna ihn nicht mehr entkommen lassen. Juni 1915, Reims, Frankreich. Gibt's was Neues? Leben und Tod des Zeppelins. Menschen ohne Gesicht. Irgendwelche Tagebücher? Das hat man schon. Vater wurde von einem deutschen Regiment gefangen genommen und in einen Zeppelin abtransportiert. Ausgerechnet er, der solche Höhenangst hat. Wahrscheinlich wissen sie von seiner Forschung. Bitte, Vater, versuche, kein Held zu sein. Arbeite für sie. Ich will dich nicht verlieren. Ich bin ihnen auf den Fersen. Und diese beiden Soldaten, die ich kennengelernt habe, sind ebenfalls hinter dem Zeppelin her. Okay, guck mal erstmal hier hinten wieder. Nö. Du darfst doch nicht rein. Da ist ein deutscher Soldat. Was ist, was in dir auf? Würde er mich jetzt... Das war jetzt bloß Frage, ob der mich bemerken würde überhaupt. Wenn er die ganze Zeit den Hund streicheln tut. So. Wahrscheinlich muss ich ihn einfach wieder zurückrufen. Irgendwie glaube ich, hätten gar nicht ablenken müssen. Da liegt was. Ton? Da liegt ein Deutscher.
Mr. Zahnlücke. So, dann kommt eine Spritze. Was ist das für ein Geräusch? So, so, so. Gut, dass er in der Deckung so rumschreien tut. Danke. Ah. Ich wäre gerade Asta dabei. Hey! Och nö. So, dann schauen wir mal. Ach du Scheiß. Oh. Oh, ist kalt. C'est bien. Ja, erstmal ein Hund steigen. Okay, wie kommen wir da rüber? Da ist ein Zettel. Okay, wir brauchen hier einen Hebel. Das war intelligent. Wenn wir uns draufgestiegen wären, dann wären wir wahrscheinlich runtergekippt gewesen. Sehr schön. Okay, wir müssen da eine Kette ziehen. Karl! Okay, wo geht's denn da lang? Bring mir mal die Dose. Oui, bon chien. Oh, die waren sogar wichtig. Ich dachte, sie wären ein Sammelgegenstand. Hätte man nicht einfach irgendwie einen Stein nehmen können oder sonstige Sachen? Hätte mir unbedingt eine Dose gebraucht? Ich frage nur. Mann. Herhalten. Guter Wurf. So, dann ziehen wir hier mal eine Strippe. War schwer, wenn man mit denselben Taste, mit der man das Ding festhält, auch den Befehl geben muss beim Hund. So. Was sollen wir wegziehen? Hä? Oh, der ist noch nicht ganz draußen. Jetzt sollte draußen sein. Seine Beine müssten matsch sein. So, mal gucken. Einmal putzen. Nochmal abwischen. Immer zweimal abwischen. So, da, da, dann, 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 dann. Nein! Na okay, es ist... Tommy. Als wir mit dem Flugzeug gekommen sind!
Okay, Lassie. Lassie sagt, der kleine Timmy ist wieder in den Brunnen gefallen. Dann folgen wir ihm mal. Also ein großer Brunnen hier. Ah, okay, ihm geht's gut. Freddy, der geht einfach nur einen anderen Weg. Okay. Oh, jetzt übernehme ich. Ah, okay. Okay, das ist eine interessante Spielweise. Hä, ich habe doch weggezogen. Okay, gleichzeitig. Sehr gut. Oh, warte. Kann ich nicht zurückschicken, weil ich habe da ist eine Flasche. Ich will die Flasche holen. Holen wir mal eine Flasche Bier, sonst gibt es einen Stress hier. Jawohl. Eine Bombe. Tut mir leid, mein französischer Freund. Hier, nimm mal. Ich nehme nicht so, ist ja nochmal eine Ladung mit. Man weiß ja nie. So, Seitenwechsel. Jawohl! Punktlandung. Gut, dann bauen wir hier einen Graben. Und so, ein Hebel. Okay, da hinten kommen wir auch nicht weiter gerade. So, dann tauschen die beiden jetzt mal Material aus. Ja, braver Baubau. Ganz ein braver. Während des Mondlichtes waren wir unterwegs. Merci, mon ami. Ah, sehr schön. Einen Weg hierher gefunden. Das machen wir lieber nicht. Was passiert, wenn ich jetzt... Ah, das war nichts. Pass auf, dass du nicht wehtust. Okay, wieder zurückdrehen. Okay, der war gut. Sehr gut. Sonst gleich nochmal eine Ladung mit für den Fall. Hätte ich die aber Freddy geben? Nö. Ja, das sind andere. Der Sieg besaß für Anna einen bitteren Beigeschmack. Der schwer verletzte Karl wurde in ein Gefangenenlager gebracht. Ihr Vater befand sich in der Gewalt des Barons von Dorf. Und Emil war wegen Fahnenflucht angeklagt worden. Doch angesichts seiner Tapferkeit in Reims wurde Emil glücklicherweise begnadigt. Doch nur, um an die Front zurückzukehren. Februar 1916. Der Winter war über die Front hereingebrochen. Nach ihrer Rückkehr in die Armee wurden Emil und Freddy in der Nähe von Verdun stationiert, wo sie wie so viele andere unter der bitteren Kälte litten. Mhm.
An diesem Morgen erweckte die Ankunft der Post neue Hoffnung. Doch Maries Brief brachte keine guten Nachrichten. In Saint-Mihiel litt man unter Hunger, unter Krankheit und die Zahl der Toten stieg. Doch inmitten all der Trostlosigkeit gab es einen Hoffnungsschimmer. Ein Foto seines Enkels, Victor, der aufrecht auf beiden Beinen seine ersten Schritte tat. Bravo! Don't worry, Fred. Dafür, dass Winter ist, laufen die beide kurz an mich rum. So, kurz historische Fakten. Versorgung der Frontsoldaten. Das zweite Kriegsjahr. Der Stacheldraht. Schlacht um Verdun. Kriegsauszeichnungen. So, wir gucken mal in Tagebücher rein. Ja, Ausschau hatten. Ich werde Anna nie genug dafür danken können, dass sie Karl nach dem Absturz des Zeppelins gerettet hat. Das Wissen, dass er nicht mehr an der Front, sondern ein Kriegsgefangener ist, hat mich beruhigt. Ich bin sogar erleichtert, dass er in Sicherheit ist. Ich hoffe, Marie kommt in Saint-Mihiel trotz der Besetzung durch die Deutschen zurecht. Na? Das haben wir auch schon. Ich bin ein echter Glückspilz. Hier gibt es diese riesige Kathedrale, die mich an dich denken lässt. Sie haben mich zur Armee zurückgeschickt. Das wird mir meine Suche nicht erleichtern. Er hatte solche Angst, als ich heute den Absturz des Zeppelins mit ansehen musste. Zum Glück war Vater nicht an Bord, weil ihn der Baron bereits in ein Flugzeug weggebracht hatte. Es ist mir gelungen, Emils Schwiegersohn zu retten, bevor sie ihn in ein Kriegsgefangenenlager schickten. Seine Beine waren in einem kritischen Zustand. Ich begleite ihn und sorge dafür, dass er die richtige Pflege bekommt. Heute Morgen haben wir in Ypern auf Befehl von Dorf einen Wissenschaftler in Gewahrsam genommen. Die Armee ist an seiner Arbeit interessiert und anscheinend wird er Deutschland dabei helfen, den Krieg zu gewinnen. Das hat man schon mal. Heute sind die Deutschen in Saint-Mihiel eingefallen. Zum Glück haben die Truppen den Hof verschont. Ich habe mit Victor Schutz in den Keller gesucht. Wie soll es weitergehen? Je größer er wird, desto mehr erinnert mich Victor an Karl. Kein Tag vergeht, an den ich nicht an ihn denke. Die Deutschen requieren unsere Ernte. In Deutschland muss Nahrungsmangel herrschen. Es ist mir gelungen, etwas für die nächsten Winter auf die Seite zu schaffen. Ich kann das Ende dieses albernen Krieges kaum erwarten. Nicht nur du, meine Liebe, nicht nur du. Ich brauche keinen Hinweis. Verdammte Brieftauben. Okay, wir brauchen eine Tinte und Feder. Hast du was gefunden, mein Kleiner? Ach nee, für Frister nur. Okay, Brotabgabe. Ich stelle mich hier an. Das ist mein Platz. Okay, mal sehen. Hier ist so ein Teller. Wahrscheinlich brauchen wir Brot, um den anzulocken. Babs. Okay, so geht's nicht. Ich guck nur zu. Ich guck nur zu. Ja, so geht's auch. Guck mal, ich hab auch Brot. Nicht nur du. So. Versuch du dein Glück. Nee. Oh, hat der Feder verloren.
Zur Info, ich bin kein Tierquäler. Ich wollte diesen Vogel niemals hauen. Aber ich hätte ja mein Brot zurück, mein restliches. Warum eigentlich jeder einzelne einen Vollbart hat, verstehe ich. Ah ne, okay. Gut. Gerade angesprochen, jetzt kommt einer mit Schnauzer. Klar. Ja, die Feder habe ich dabei, oder? Ja, ich denke schon. Da kann ich nicht lang, oder? Nein. Mhm, Feder habe ich. Tintenfass fehlt noch. Mal sehen, wo geht's denn hier rein? Hm. Guckt sich den Ofen an. Hi. Okay, er tauscht eine Socke gegen Tintenfass. Jetzt sehe ich das Fass hier auch. Ja, wie er den Schuh auch wieder anzieht, einfach so drüber stülpen. Oh, da oben ist noch was drin. So. Spielkarten. Da ist noch eine Socke. So. Dann wissen wir. Gut. Hier, guck mal, Socke. Was lang? Was denn? Was? Ist dir die Socke nicht gut genug? Oh, es ist Franzose. Hm. Wir brauchen... Wir müssen die waschen. Hm. Wie waschen wir die jetzt am dümmsten? Hm. Oh. Ja, so geht das. Easy going. Brauchst du warten, bis sie weit weggucken. So. Hier, guck mal, schön sauber. Okay, er will es trocken haben. Dachte mir, deswegen muss man hier mit dem Ofen interagieren. Ja, drauflegen. Am besten brennt es dann noch. So, jetzt hier, schau. Meine geliebte Tochter. Ich habe Neuigkeiten von Karl. Er scheint außer Lebensgefahr zu sein. Er ist noch im Lager bei Reims. Ich hoffe, ich erhalte die Erlaubnis, ihn zu besuchen. Vielen Dank für das Foto. Es bedeutet mir so viel. Wie laut es auf einmal ist. Boah, wie laut es auf einmal wurde. Na, Kacke. Okay, jetzt renne ich gleich los. Alarm! Hey, komm schon! Das ist gerade richtig laut, finde ich. Wir brauchen dringend einen Schaufel auf jeden Fall. Oh. Ui, ui, ui. Ich mach schon. Es ist wirklich extrem laut. Ich weiß gar nicht, ob man mich überhaupt noch hört. Oh Mann, meine Öhrchen. Und wieder zurück ins Gestummel. Oh. Da oben fährt da oben keine Bombe drauf. Ah ja.
lassen! Jetzt ist hier ein bisschen ruhiger. Auf mir nachzulaufen! Hä? Jetzt, wenn wir mich hier umdrehen, müssen sie stehen bleiben. Die sind gut, die sind sehr gut. Eine gut geschulte Truppe auf jeden Fall. So, schiebt mal mit. Wofür ist die Kiste dann? Stibbeli schnipp. Okay, wir haben Holz. Mann, das Werfen habe ich echt drauf. Jetzt so ein Stück hier mit. Okay, ab sofort Diät. Was habe ich denn da überhaupt hinter? Irgendein gelbes Rad oder so. Münze? Oh, da liegt was. So. Hat. Oh, das ist ein Rad. Bleibt ruhig oben stehen, ich mach das schon. Keine Sorge, ich mach das. Helf mir bloß nicht. Ich schaff das. So. Habt ihr gut gemacht, Soldaten? Nein, ich habe euch angelogen. Ihr habt's gar nicht. Ich habe gar nichts gemacht. So. Achtung. Wo ist das jetzt gelandet? Okay. Praktisch gesehen Worms-mäßig. Oh, hat schon gereicht. So, lauft, lauft, lauft! Los, los, los! Okay, wir könnten die Lore da oben, glaube ich, brauchen. Huch! Ey, wie soll ich denn da rankommen? Oh, Stöckchen. Lagen die davor auch schon? Ach nö! Auch so eine Bombe, ey. Hä? Wie komme ich denn da ran? Ah, okay. Was macht die Lore überhaupt im Baum? Attacke!
Wo ist der Rest? Was soll's, was ist das Glück hier, Leuten? So, da müssen wir hinter zu dem Notsignal. Okay, aber das machen wir in der nächsten Folge. Boah, ist wirklich extrem laut, ey. Ich habe Angst, wenn ich jetzt das runterdrehe, die Lautstärke, dass dann halt wieder an einigen anderen Stellen zu leise ist. Okay. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich würde mich über ein Like, einen Kommentar und ein Abo freuen. Und natürlich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Also bis dann. Tschüss.